Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Magazin-Review. Heute zur 32. Ausgabe des Lego Ninjago Legacy Magazins. Als Extra haben wir wieder eine schöne Sammelmetalldose dabei. Mit Erin und dem Wolfswächter als Minifigur. Und hier unten in der Ecke haben wir noch eine limitierte Sammelkarte, den JLE14. Ich würde sagen, ich löse das einmal alles ab. Dann bauen wir die vier Figuren auf und im Anschluss besprechen wir alles. Bis gleich! Bin ich wieder. Als erstes haben wir hier die schöne Metallbox. Einmal hier die Augen von Erin und die vom Wolfswächter. Hier vorne sind sie nochmal abgebildet. Hier hinten haben wir ein bisschen Text, Warnhinweise und so weiter. Legacy Box und hier einmal die beiden Logos. So wie die anderen halt alle auch immer. Kommt zu den anderen in die Sammlung. Dann haben wir hier Erin als Minifigur. Er hat einen einfach bedruckten Kopf. Dann seine Maske. Der Oberkörper ist beidseitig bedruckt und die Beine nur vorne. Dazu hat er dann ein goldenes Katana. Und dann haben wir hier auch schon direkt den Wolfswächter. Er hat einen doppelt bedruckten Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so genau sehen kann. Der Unterschied zwischen den beiden Seiten sind die Zähne hier vorne und die Augen. Die sind nämlich in so einem hellblau und hier sind sie schwarz und der Mund halt silber. Dann hat er einen doppelt bedruckten Oberkörper hinten. Das Wolfslogo und vorne halt die Brust. Die Beine sind auch nur vorne bedruckt, aber ganz nett. Dazu hat er hier halt seine Kapuze und eine kleine Axt. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Magazin an sich. Da haben wir auf der ersten Seite Werbung für die Lego Ninjago Mess und auf der anderen Seite das Inhaltsverzeichnis. Dann haben wir eine kleine Mission. Den Wolf auf der Fährte. Haben wir so ein paar kleine Spielchen. Dann haben wir eine weitere Mission. Entscheidung auf den Drachen. Da wird ein kleines Set vorgestellt, ein größeres Set. So wie es aussieht. Ja. Und zwar das Set 71822. Kühldrache der Bewegung. Finde ich aber ein ganz cooles Teil irgendwie. Dann geht es auch schon weiter. Unter Wölfen. Paar Infos und kleines Labyrinth. Und auf der anderen Seite haben wir Werbung für die Lego Spider-Man Magazine. Dann geht es auch schon direkt los mit dem Comic. Das springen wir natürlich so schnell wie es geht durch. Dann sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Machen wir mal als erstes das Poster. Da haben wir hier einmal Zane mit seinem Drachen. Cool, cooler Zane. Und auf der anderen Seite haben wir hier einmal Erin
mit dem netten Text: Krasse Katana-Action. Mir gefällt von den beiden Seiten die mittlere am besten, die mit Zane. Und dann haben wir hier ja eben noch ein kleines Spielchen gehabt. Mal gucken, was das eigentlich. Ah, Wettlauf zum Weltenkristall. Haben wir ein kleines Spielchen nochmal dabei. Für einen Spieler, zwei Minifiguren und einen Würfel. Hätten wir fast alles dabei, bis auf den Würfel. Weil hier haben wir die beiden Minifiguren, aber kein Würfel. Dann geht es auch schon direkt weiter mit dem Comic. Springen wir natürlich auch mal schnell durch. Hier haben wir auch das Ende schon erreicht. Na, komm her. So. Da haben wir eine weitere Mission mit Zane. Eisblockade. Schönes kleines Labyrinth. Dann haben wir hier eine Seite von Wus Heldenbuch aus der Staffel 11, Verbotenes Spinjutsu, die Eissaga. Da haben wir eine kleine Zusammenfassung. Sieht es für mich so aus. Und auf der anderen Seite haben wir Werbung für Lego Star Wars Magazine, die alle 4 Wochen neu erscheinen. Im Anschluss geht es dann auch schon direkt weiter mit zwei kleinen Spielchen. Einmal hier Krabbenkrawall und auf der anderen Seite verfolgt den Biker. Auch wieder für einen Spieler, aber ist ja auch egal. Dann wären wir auch schon soweit durch mit dem Heft. Hier haben wir wieder ein Datum, was man uns gegeben hat, wann die nächste Ausgabe erscheinen soll. Am 20.09. Da haben wir dann wieder zwei Minifiguren dabei. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir es wieder in einer Sammelbox haben werden. So einer Metallsammelbox. Da haben wir dann einmal den kaiserlichen Clown-General und einmal Lloyd dabei. Dazu gibt es dann auch nochmal eine limitierte Sammelkarte. Ein Was. Und so, was haben wir denn hier auf der anderen Seite nochmal gehabt? Genau. Hier haben wir nochmal Werbung für die Lego Minecraft Magazine, die auch alle 4 Wochen neu erscheinen. Und jetzt sind wir auf der Seite. Da haben wir nochmal schnelle Werbung für die Lego Ninjago Magazine, die jeden Monat neu erscheinen. Warum man da jetzt nicht alle 4 Wochen hingeschrieben hat, macht für mich keinen Sinn, weil dann hätte man da ja auch jeden Monat schreiben können. Aber egal, ich habe das nicht designt, von daher darf ich mich auch nicht beschweren. Damit wären wir dann aber auch durch für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.